Hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play. Ich bin Zocker Martin, also lass uns zocken. Schön, dass du da bist. Also gut, dann testen wir unsere, oder beziehungsweise eher meine Theorie und wir können den Hund irgendwie ihn benutzen, um den Affen abzulenken. Nein. Aber... Das hat keinen Sinn. Wohin mit dem Hund? Damit würde ich gar nichts erreichen. Nein. Boah, komm schon, Brian, hilf mir mal. Damit würde ich gar nichts erreichen. Das hat keinen Sinn. Nein. Nein. Hier ist... Ich habe keine Ahnung, wo ich ihn hinstellen soll. Es geht gar nicht. Das hat wenig Sinn. What? Moment. Was? Da war doch was. Mal sehen. Aber das ist Ottos Brille. Wie ist die denn bloß hierher gekommen? Ich glaube nicht, dass... Nein. Ich glaube einfach nicht, dass Otto auf dem Grund dieses Matschlochs geendet ist. Ich hoffe es jedenfalls nicht. Naja, ich könnte mir was Schlimmeres vorstellen. Ich fürchte, so komme ich nicht heran. Ich werde einen Ast nehmen, um sie zu erreichen. Brian, du musst nicht alles kommentieren, was du machen Der musst. Der hier wird lang. Mach es einfach. Ich vertraue dir. Okay. Zum Glück ist sie kaum mit Matsch bekleckert. Mann, du sagst das so, als wüsstest du, wofür wir die brauchen. Hier ist ich muss unweigerlich an Tarzan-Filme denken. In den Filmen enden grundsätzlich mehrere Bösewichte im Treibsand. Ja. Moment, den Hund müssen wir doch irgendwo platzieren können, oder? Nein. Hey, das ist eine interessante Idee. Vielleicht beschäftigt sich der Lemure mit dem Hündchen und lässt mich dann in Ruhe. Okay. Warum nicht gleich so? Dieser Platz ist gut. Der Felsen verdeckt mich und da der Lemure seinerseits in den Bäumen lauert, wird er nicht sehen, dass ich das Hündchen hier lasse. Ich möchte nicht, dass er Verdacht schöpft und aus Angst nicht aus seinem Versteck kommt. Fertig. Ich verstecke mich hier hinten. Okay, der ist anscheinend durstig, der kleine Bursche. Der blöde Affe hat vielleicht Nerven. Es wird nicht leicht, den loszuwerden. Warum nicht? Nimm mal einen Kanister Wasser, stell den... Die Idee gefällt mir nicht. Ah. Also heißt das, was, wir brauchen den Hund, oder wie? Na gut. Zum Glück haben wir da hunderte Hunde, ne? Hast du da nicht gesagt? 2, 3 Kartons voller Hunde. Hundespielzeuge, ne? Also. Ja, ich nehme noch eins. Gut. Ich hoffe, es endet nicht auch im Treibsand. Der Junge ist doch durstig. Oh, da ist er ja. Schon wieder der kleine Mistkerl. Hey, du Mistvieh. Wehe, ich erwische dich. Ach, Brian, bleib mal locker. So. Ja, das geht. Ich habe genug Wasser, um mehrere Hündchen aufzufüllen.
Fertig. Das letzte Mal hat es nicht viel genützt, aber vielleicht geht es diesmal besser. Was willst du mir damit sagen, hä? Dass das Quatsch ist? Ich habe wohl nichts zu verlieren. Dritter Versuch. Vielleicht funktioniert es diesmal besser. Fertig. Ich verstecke mich hier hinten. Und ich wette, das wird nicht funktionieren. Er hat einfach zu wenig Wasser. Gut. Das Mistvieh kennt einfach alle Tricks. Das bedeutet was? Der Hund ist die Lösung. Aber das Wasser anscheinend nicht, weil es zu wenig oder bin ich drinnen. Ja, ich nehme noch eins. Ich hoffe, es endet nicht auch im Treibsand. Außer ein 12-jähriger Scotch. Otto wusste schon, auf sich aufzupassen. Außer, und da erinnere ich mich an den ersten Teil, da hat Doc Brian auch. Hat das nicht? Hat er nicht auch ein Äffchen betrunken gemacht? Damit er still ist? Ja, das könnte eine hervorragende Idee sein. Ich versuche mir gerade zu erinnern. Schon geschehen. Ich habe ihn bis zum Rand aufgefüllt. Gut. War hier gerade der. Oh, naja. Wo war das? Der Lemur, warte mal. Ich komm nicht drauf. Auf jeden Fall hat er ihn auch betrunken gemacht. Schon wieder der kleine Mistkerl. Hey, du Mistvieh. Wehe, ich erwische dich. So. Dann wollen wir mal. Gut. Mal sehen, ob der blöde Affe den Whisky austrinkt, wie vorher das Wasser. Mit Sicherheit. Fertig. Ich verstecke mich hier hinten. Wohl nicht so ein standfester Trinker, was, Freundchen? Ja, der verträgt nicht viel, das stimmt. Die Witze sind dir wohl ausgegangen, Kumpel. Der ist K.O. Ich werde dir nicht wehtun, aber um sicher zu gehen, dass du mir keine weiteren Probleme machst, nehme ich dich mit. Und wehe, du kotzt mir in die Tasche. Und das Kaputthündchen kommt natürlich auch mit. Sehr gut, Kaputt. Braves Hündchen. Wirklich nützlich, so ein Teil. Das heißt, was mit dem Hund müssen wir nochmal benutzen. Irgendwann. Gut. Nichts wie los. Wenigstens muss ich mir diesmal keine Sorgen wegen des Lemuren machen. Ich überlege gerade, oder bin ich auf dem Holzweg, oder war das nicht in diesem Teil? Ich meine, in dem Spiel. Runaway on Road Adventure. Irgendwie denke ich, da war ein Affe, oder nicht? Weil die Geschichte, also das mit dem Alkohol, das kommt mir bekannt vor. Ja, kletter mal. Endlich. So, was haben wir denn hier? Nix. Okay. Endlich bin ich aus dem verdammten Dschungel raus. Jetzt werde ich... Oh nein. Vom Regenwald in die Traufenschlucht. Diese Hängebrücke. Da bekomme ich ja schon von hier hinten Angst. Oha.
Die Schlucht ist ziemlich tief. Da hinunterzukommen ist schlicht unmöglich. Falsch. Hinunterzukommen ist ein Klacks, aber hinauf kommt man danach nur mit Flügeln, Harfe und Gewand. Ich hab's geahnt. Die einzige Möglichkeit ist tatsächlich, die Brücke zu überqueren. Je länger ich sie betrachte, desto weniger Lust habe ich, sie zu überqueren. Die hält ganz bestimmt nicht. Dann betrachte den nicht, mach Augen zu und lauf! Boris, lauf! Ich weiß nicht. Ich traue ihr nicht so recht. Mal sehen, was auf dem Schild steht. Baufällige Brücke. Überqueren auf eigene Gefahr. Ich bin doch nicht verrückt. Nachdem ich das gelesen habe, überquere ich sie nicht. Ryan, so ein Schild steht fast bei jeder Brücke baufällig. Also da brauchst du... Aber okay, ich verstehe dich. Ich würde es auch nicht machen. Aber dann heißt das, das alles hat uns nicht viel weitergebracht, ne? Wenn du da jetzt nicht gehen willst... Okay. Dann geh mal wieder runter. Oder ist hier noch was? Hier ist tatsächlich nichts. Okay, das heißt, wir müssen da unten noch was machen. Oder was finden. Sollen wir unseren Fallschirm bauen? Von hier aus aufzusteigen war schon schwierig. Aber der Abstieg kommt mir noch schlimmer vor. Es mag sich verrückt anhören, aber ich springe lieber, als von hier aus den Abstieg zu dem umgestürzten Baum zu wagen. Jetzt los! Gottes Wille geschehe! Vielleicht war das Springen doch keine so gute Idee. Ja, ich hätte es nicht gemacht. Ist mir etwas zu hoch. Vielleicht von hier auf den Baum und vom Baum dann hier, aber... Naja gut, ist ja dein Leben. Okay, also wir müssen auf jeden Fall irgendwas noch machen oder finden. Oder wofür? Das Licht fällt durch die Blätter der Bäume. Ja, aber wofür brauchen wir das? Das Licht fällt durch die Blätter der Bäume. Hier ist doch nichts mehr, oder? Oh, doch. Na gut. Werfen wir einen Blick in die Richtung. Warum nicht gleich so? Ich dachte, es gibt nur eine Richtung. Okay, das hört sich nicht gut an. Hier ist einfach kein Durchkommen. Die Vegetation wird immer dichter und der Dschungel scheint endlos zu sein. Gut, du brauchst eine Machete. Basteln oder finden. Das wäre nicht schlecht, aber für ein Sonnenbad fehlt mir die Muße. Wie Sonnenbad? Wieder diese Lichtstrahlen. Das Licht fällt durch die Blätter der Bäume. Ich dachte, zu nahe möchte ich nicht rangehen. Ich habe keine Lust, sie auf den Kopf zu bekommen. Okay, was machen wir mit den Lichtstrahlen? Also, ich meine... Brauchen wir... Was? Ich glaube, dort oben ist irgendetwas. Aber ich kann es mit bloßem Auge nicht erkennen. Wie, da ist etwas, du sagst? Baumkrone, okay. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Gut, du hast doch eine uralte, aber mit gutem Fernglas? Ein gutes Fernglas. In Ordnung. Mal sehen, ob ich erkennen kann, was da oben ist. Aber wird nicht blind. Es sieht wie eine Tasche aus. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte Ottos Tasche sein. Das würde erklären, woher die Fluglizenz kam. Gut. Ich hoffe nur, Otto fällt mir nicht plötzlich auch noch auf den Kopf. Oh mein Gott, ich habe den Hinweis nicht erkannt oder nicht verstanden. Als der Ausweis runtergefallen ist, der hier. Das Bild ist von 92. Otto war damals schon so zerknautscht wie heute. Weiß der Geier, wie alt der Bursche wirklich ist. Das hätte ich auch sofort erkennen können. Okay, Baumkrone, ja, tatsächlich.
Ja gut, aber wie bringe ich oder wie hole ich das denn runter? Der schläft seinen Rausch aus. Träum was Schönes, Kleiner. Oder benutzt aber der Sub. Tja, der Lemure kann da bestimmt hinaufklettern. Aber ich will nicht riskieren, ihn freizulassen. Nachher tanzt er mir wieder auf der Nase herum. Okay. Also wofür? Was wofür? Nicht wofür? Wie? Ast. Moment. Das hat wenig Sinn. Aber der wollte doch. Oder damit? Gute Idee. So kann ich die Lupe da fixieren, wo ich sie haben möchte. Hoffentlich passt die Lupe in die Halterung. Jetzt heißt es Daumen drücken. Fertig. Ich Ach habe es so lang wie so, möglich hast. gelassen. Ja, okay, aber wofür? Ich meine, wofür? Mir ist schon klar, was ich jetzt machen soll, aber was soll das bringen? Ja, der Lupengriff ist jetzt viel länger. Damit kann ich sie bestimmt irgendwo fixieren. Wo willst du hin? Ich glaube, das ist die beste Stelle. Ach so, okay. Perfekt. Wenn der Sonnenstrahl auf die Lupe trifft, wird er gebündelt. Dann heißt es Brennpunkt Dschungel. Ja, da brennt das schon, oder nicht? Das kann ich bestimmt noch zu irgendetwas gebrauchen. Und sei es nur, um beim Herumlaufen ständig darüber zu stolpern. Schmelzen, verbrennen. Das hat keinen Sinn. Boah. Wird jetzt nicht komisch, du. Damit würde ich gar nichts erreichen. Wofür ist das gut? Das hat keinen Sinn. Keine Ahnung. Damit würde ich gar nichts erreichen. Gut, aber wie kommen wir jetzt da nach oben? Oder beziehungsweise Baukrone? Klar, wenn wir schon dabei sind, könnte ich mich ja auch an Lianen von Baum zu Baum schwingen. Aber zuerst übe ich den Schrei. Das ist gar nicht so schlecht. Aber wird hier nicht sarkastisch, ja? Mein Freund. Ich überlege, ich versuche, ich experimentiere. Wofür die Brille? Die Gläser sind leicht zerkratzt, aber der Rest ist in gutem Zustand. Gläser leicht so kratzt. Ich glaube nicht mal. Der schläft seinen Rausch aus. Träum was Schönes, Kleiner. Vielleicht muss ich ihn aufwecken. Also der muss die Lösung sein. Kann mir nicht vorstellen. Ist der Einzige, der irgendwie klettern kann. Tja, der Lemure kann da bestimmt hinaufklettern. Aber ich will nicht riskieren, ihn freizulassen. Nachher tanzt er mir wieder auf der Nase herum. Okay, also doch Seil oder wie? Sowas wie eine Äpfchenleine? Warte mal kurz. Das Licht. Ja, das ist Licht, das ist Licht. Da mal noch mal rein, ja? Nein, die lassen wir lieber offen. Ich glaube nicht, dass man sie von Hand öffnet. Nein, du sollst nachschauen. In Ordnung. Ich trau dir nicht. Mal sehen. Wenn du jetzt was findest, ne? Im Moment sehe ich nichts weiter, das mir nützlich sein könnte. Und nein, mir ist egal, ob ich es später noch brauchen könnte. Ich bin doch keine Beutelratte oder gar Spieleredakteur. Moment. Oder habe ich das schon ausprobiert? Weiß ich gar nicht mehr. Wir müssen doch das hier öffnen. Irgendwie.
Habe ich das so ausprobiert? Das hat keinen Sinn. Nein, das hat keinen Sinn. Okay. War es bestimmt auch nicht. Es geht nicht. Da ist kaum Platz zwischen den Türen. Ich glaube, eher geht der Ast kaputt, als dass man ihn als Hebel benutzen kann. Gut. Vielleicht habe ich hier noch was vergessen. Da liegen nur Karten und Flugpläne drin. Okay. Den hast du schon betätigt, ne? Genau. Er ist blockiert. Das willst du nicht. Da ist nichts mehr drin. Ja, tatsächlich, hier ist also nichts. Ihn wecken? Lieber nicht. Je länger er schläft, desto besser. Ja, raus hier. Ich brauche eine Schnur, ein Seil oder sowas. Ja, und das mit den... Das kann ich bestimmt noch zu irgendetwas gebrauchen. Und sei es nur, um beim Herumlaufen stellen... Ja. Anscheinend haben wir noch nichts, um das zu benutzen. Das hat keinen Sinn. Ja, ich weiß. Hallo? Ja. Das ging ja schnell. Okay. Gehen wir mal zu der Brücke. Ich meine, die besteht doch auch so. Vielleicht können wir... Anscheinend wohl nicht, ne? Das hat wenig Sinn. Das hat keinen Sinn. Einverstanden. Ehrlich? Von dort aus kann man auf alle Fälle absteigen. Nur schade, dass man die Brücke überqueren muss, um die Stelle zu erreichen. Okay. Aber bestimmt gibt es eine andere Möglichkeit. Sowas benutzt man für Badewannen, um nicht auszurutschen. Also ich habe es noch nie gesehen, sowas. Gibt es überhaupt sowas? Das kann doch nicht sein. Die Badewannen ergibt keinen Sinn. Aber naja, könnte ja sein. Wohin jetzt? Und was soll ich machen? Wir müssen den Rucksack bekommen. Rucksack. Nicht nötig. Der ist immer noch benebelt. Wir wollen noch keinen Alkoholiker aus dem armen Tier machen. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Aber wir müssen. Der ist doch bestimmt die Lösung. Ich hab keine Idee gefällt mir nicht. Damit würde ich gar nichts erreichen. Ja? Ich verstehe. Also dann. Was verstehst du? Geschafft. Der ist mir doch vortrefflich gelungen. Ah, ja, okay. Warum sollte ich das tun? Ich weiß nicht. Ja, was denn? Eine typische Pilotenbrille. Die hat ihm locker 60 Jahre ins Gesicht gehangen. Okay, aber ich brauche das Gummi. Damit würde ich gar nichts erreichen. Boah. Das verstehe ich nicht. Wieso funktioniert das nicht? Dieses Gummi könnte genau das sein, was ich brauche. Habe ich das nicht schon versucht? Fertig. Ich habe es so lang wie möglich gelassen. Ich glaube, ich habe die Reihenfolge falsch gemacht. Ich habe ja
Brille mit Glas und du solltest Glas mit der Brille, oder? Gut, das ist ein Unterschied, stimmt schon. Aber so pingelig sollten wir eigentlich, das Spiel sollte nicht sein. Dann versuchen wir es mal. Geschafft. Das nenne ich eine hervorragende Schleuder. Ja. Und wo ist die Munition, mein Freund? Ohne Munition ist das nutzlos. Und ich sehe hier, kannst du nichts aufheben. Keine Steine. Hier runter. Außer wir brauchen keinen Naja, Stein. mal sehen, ob ich es diesmal besser hinbekomme. Wow. Ja, geschafft. Wenn das mal kein großartiger Sprung war. Respekt. Bin beeindruckt. Okay. Es kann aber auch sein, dass wir keine Steine brauchen, weil vielleicht nimmt er von alleine einen Stein, wenn wir die Schleuder. Wo war das hier, ne? Ja, mal sehen, wie gut ich schießen kann. Ob ich in der Lage bin, die Tasche runterzuholen? Ah, das gefällt mir, mein Freund. Leg los. Dieser Stein sollte es tun. Bingo! Ja, zweifellos. Das ist Ottos Tasche. Wollte ich auch gerade sagen. Bingo! Moment. Also gut. Dann wollen wir mal einen Was Blick ist das denn für ein riskieren. Logo? Den Schlüssel kann ich bestimmt gebrauchen. Ich wette, ich weiß, wo er passt. Blöderweise ist er in zwei Teile zerbrochen. Vielleicht ist er ja beim Sturz aus der Baumkrone kaputt gegangen. Ja. Okay, jetzt habe ich verstanden. Eigentlich nochmal, wie alt ist Otto Das nochmal? Bild ist von 92. Otto war damals schon so zerknautscht wie heute. Weiß der Geier, wie alt der Bursche wirklich ist. Ja, steht kein Geburtsdatum. Gut, ich lasse das mal so hängen. In Ordnung. Sehe ich eben noch mal nach. Oh Mann. Da scheint nichts Brauchbares mehr drin zu sein. Gut. Aber jetzt weiß ich, wofür ich boah. Jetzt weiß ich, wofür wir das hier gebastelt haben. Um zusammen zu schmelzen. Ja, genau. Der Sonnenstrahl erzeugt genug Wärme. Vielleicht kann ich den Schlüssel reparieren. Ich versuche es mal. Es hat funktioniert. Ich glaube, die Teile sind schon fest verbunden. Sehr gut. Da war ich wieder im Spiel einen Schritt voraus. Okay. Dann wollen wir mal. Okay, meine Freunde, diese Folge ist zu Ende. Aber ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag.